Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner kleinen Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch und den Händen in der Tasche heute. Meine Fresse, ist das wieder kalt geworden und es hat tatsächlich wieder geschneit. Ey, was ist denn mit dem Wetter los? Ich bin ja echt froh, dass wir unseren ganzen Gemüseanstrich da hinten, dass wir das weggekriegt haben, noch bevor das Wetter so kacke wird. Jetzt ist mir das ja relativ egal, ich arbeite ja im Haus, so auch heute. Es geht weiter bei der Decke und so weiter. Draußen noch ein bisschen hier und da. Daher würde ich mal sagen, an der Stelle, wie immer, quatsche ich gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt geht es hier gleich los. Den letzten Rest der Decke raus und so weiter. Dann ist das Thema hier oben erledigt. Aber da habe ich noch was Schönes für euch aus der Serie bedenkliche Dachkonstruktionen. möchte ich euch mal vorstellen, an dieser Stelle, dieses nicht gerade unerheblich mächtige Stück Eiche, das geht vom Rehm und ich glaube, das nennt man Firststütze. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, das heißt Firststütze. Das geht nämlich senkrecht hoch bis zum First. Beziehungsweise, wie das oft hier ist, im Konjunktiv. Das sollte eigentlich hochgehen bis zum First. Was tut es hier? Hier geht es nur hoch bis zum Fenster. Da haben sie es abgeschnitten und haben lieber ein Fenster reingesteckt. Ich meine, gut, kannst du machen, ist aber halt dann so ein bisschen problematisch. Ne? Also sprich, das ist jetzt aber auch nicht so. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, Fachwerker, machen Wechsel rein. Also ihr könnt ja mal sagen, wo hier ein Wechsel ist, ob die Dachlatten hier den Wechsel darstellen oder vielleicht auch das hier. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Da oben haben sie so ein bisschen, glaube ich, da haben sie es dann wieder eingepackt in Folie. Funktioniert ja auch mal ganz gut. Also das ist, ja, sage ich mal, schon mal ein bisschen bedenklich. Aber insgesamt war das auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt anders. Wer sich erinnert, als wir damals das Rehm hier rausgebaut haben, hier ist die andere Firststütze. So, sieht man hier jetzt hier, das ist ja unsere Hilfskonstruktion, dass das Ganze hier möglichst zusammen bleibt. Die ist jetzt ein ganzes Stück dünner, die ist auch relativ ausgewaschen gewesen und die ging ja runter, allerdings war die unten auf dem Rehm, war die abgegammelt. Ne, ich kann mal gucken, vielleicht finde ich ein Foto, also die ging auch nur noch so halb rehm. Also technisch gesehen kann man fast sagen, dass hier bei dem Haus von zwei Firststützen zwei nicht mehr intakt waren. Also ja, ist interessante Konstruktion auf jeden Fall. Würde ich immer darauf achten, dass man das möglichst nicht so macht. Ne? Also jetzt, die Firststütze ist ja nur ein so ein Ding. Diese waagerechten waren ja auch alle schon längst raus. Ne? Das ist ja hier wahrscheinlich dann ersetzt worden hier durch die tragende, nicht aufliegende Protonenankerschale. Ach, was weiß ich. Ja, also naja, ich fange jetzt erstmal an und reiße den Rest da raus. Ja, da ist er, der letzte Rest vom Schützenfest. Ja, die paar Quadratmeter an Decke müssen noch raus und dann ist dieser Teil auch erledigt hier oben. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich aus. Man muss ja überlegen, das sind immer die Deckenbalken. Ich habe mir da extra noch so ein Stück Spanplatte drunter gelegt, ja, dass ich also definitiv jetzt nicht das Brett zersäge, auf dem ich mich befinde. So hast du dann immer noch eine etwas doppelte Sicherheit. Ne? Weil du weißt ja immer nicht genau, was da so abgeht. Ne? Und wenn wir so ein bisschen gucken, die Deckenbalken sind außen, also an der Giebelwand, sind die außen mit so Metallband zumindest befestigt an dem Rähm. Also nicht irgendwie jetzt Zimmermanns technisch eingeklinkt oder sonst irgendwas, aber sie wurden zumindest befestigt. Das heißt, außen hängen die jetzt tatsächlich oder stehen nicht, was ich ursprünglich vermutet hatte, auf der Protonschale, sondern sie sind tatsächlich am Rähm befestigt. Und auf der Innenseite, da sind sie sozusagen in diese Protonwand, die innen ja noch steht, dann so eingelassen. Also die sind jetzt recht stabil da drin. Die kann ich auch erstmal noch drin lassen. Werde ich auch drin lassen, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Das ist dann ja auch so ein bisschen was, was noch eine Stabilität da reinbringt in diesen ansonsten doch recht großen leeren Raum. Ja. Interessant wird das gleich hier bei dieser kleinen Kalksandsteinmauer. Müssen wir gleich mal drauf achten, wenn ich da den entsprechenden Deckenbalken, der da drüber liegt, bewege, da bewegt sich praktisch die Hälfte der Mauer auch noch gleich mit. Ja. Also das ist da auch eine sehr zittrige Partie an der ganzen Geschichte. Ja, das so überlegt. Ne. Ich glaube, das ist auch statisch oder jetzt so ein Statiker, der wird wahrscheinlich auch sagen, so ja, nee, also eine 4,50 Meter hohe Wand mit einem normalen Ziegel soll sollte man, glaube ich, auch nicht mauern. Also ich glaube, das ist auch, selbst wenn sie nicht tragend ist, ist das, glaube ich, so gar nicht zulässig. Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder so ein richtiges Schmankerl hier. Das Ding ist hier komplett lose. Die olle Wand hier, die stützt sich da auch nur noch so ein bisschen dran. Alter Schwede. Den werde ich jetzt mal einfach so ein Stück rüberstemmen und dann mal gucken, ob der auch einfach mal so einen Abgang macht hier. Höchstwahrscheinlich. Ja.
Da ist nämlich auch nicht mehr viel mit los. Hier werde ich jetzt aber keinen großen Hermann machen. Mit der Winde oder was. Da fangen wir jetzt hier mal gar nicht erst mit an. Der hängt jetzt da hinten noch so ein bisschen drunter. Deswegen habe ich letzte Woche das so ein bisschen weggenommen, weil ich gesehen hatte, dass da die Spanplatte genau drauf liegt. Und man merkt auch, der ist hier auch unter Spannung. Na, der will da hinten jetzt nicht so raus. Aber das wird so laufen wie bei dem anderen auch. Alter, da fällt hier schon die halbe Wand gleich mit um. Eigentlich hatte ich gedacht, dass dieser noch oben bleibt. Aber naja, habe ich gedacht, ne? Aber jetzt, der hängt aber gut da hinten, verflixt. Oder ist der da hinten noch eingeklinkt? Ah. Ja, die anderen drei Balken, die ich da schon habe runterfallen lassen, die hatte ich vorher natürlich losgemacht. Aber bei diesem hier, da stand ja noch diese komische Konstruktion von dem Fensterrahmen da drauf. Und da hatte ich das nicht gesehen. Am Ende des Tages war da oben tatsächlich ein beschissener Metallwinkel noch dran. Und dann habe ich mich entschlossen, das einfach kurzerhand mit der Tischersäge abzusägen. Ja, und damit hat sich auch jetzt endlich mal dieses dämliche Thermostat da verabschiedet. Da werden bestimmt schon die ein oder anderen immer sagen, so meine Güte, Fachwerker, zum einen bist du Elektriker und zum anderen, meine Güte, schneid doch mal diese blöden Elektroklamotten ab. Ja, Freunde, ich denke da auch jedes Mal dran, wenn ich es dann sehe oder so wie jetzt, wenn ich hier am PC sitze und dann denke, mein Gott, das Ding schwenkt ja genau in der Linse rum, ja. Aber wenn ich da oben bin, dann vergesse ich jedes Mal irgendeinen Seitenschneider mal mit nach oben zu nehmen, um die Kabel da abzuschneiden, und das ist abbeißen kann sie nun mal nicht, ne? So, und dann immer extra nochmal losmarschieren und dann über den ganzen Hof tigern, nur um so einen blöden Seitenschneider zu holen. Da habe ich dann meistens auch mal keinen Nerv zu, ne? So, und dann vergesse ich das wieder, dann verbleibt das wieder. Ich meine, ne, so der Rest ist Geschichte, ne? So, aber ich muss mal echt mal sehen, dass ich mal so ein paar Kabel da wegschneide, weil da sind auch im unteren Bereich noch so einige Elektroleitungen, die dann auch frei rumhängen und echt mal an die Seite gehören, ne? So an der Stelle. Hatte ich im letzten Video übrigens, oder was ihr jetzt auch seht, ne, habe ich im letzten Video mich nicht gemacht, Knieschoner, Freunde. Oh, ich bin ja auch schon alter Mann und so, ne, und ich kann euch sagen, letzte Woche tat mir vielleicht die Knie weh nach dieser Aktion, und das, obwohl ich da ja eigentlich gar nicht lange rumgerobbt bin, ne. Aber ich weiß auch nicht, ob es am Alter liegt, Leute, ne. Unfassbar. Deswegen habe ich mir dieses Mal definitiv die Knieschoner gegönnt, ne. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Selbst wenn ihr nur kurze Zeit mal so auf die Knie arbeiten müsst, dann zieht euch bloß Knieschoner an, ne. Das werdet ihr euch dem nächsten Tag selber danken. Also da weiß ich gar nicht, oh meine Güte, so Fliesenleger, ne. Was, also die tun mir ja direkt leid, ne. Wenn du überlegst, du musst da so 8 Stunden auf die Knie durch so ein Bad robben, oh meine Güte, ne. Die, ja, heftig. Also da merkt man mal, was das für einen Körper auch echt anstrengend ist oder auch verschleißend und zermürbend, ne, so auf die Dauer, ne, schon echt heftig. Naja, und wo ich jetzt hier so schön jetzt bei bin, die Decke dazu zersäbeln, vielleicht noch ein kleines anderes Problem, vielleicht könnt ihr mir da ja auch mal weiterhelfen mit so ein paar Tipps, ja. Ich lese das immer wieder mal in den Kommentaren, jetzt besonders hier bei den Tagebüchern. Wir sind ja immerhin schon bei der Nummer 151 hier heute angelangt. Und es gibt natürlich viele von euch, die hier schon mehr oder weniger die gesamte Serie sich angeschaut haben. Aber es kommen ja auch mal wieder neue dazu, die ich natürlich auch hier ganz gerne begeistern möchte. Ja, und das Problem ist immer, was ich halt immer wieder lese, ja du Mensch, ne, ich verstehe das nicht. Also ne, jetzt zum Beispiel, jetzt hier zangerle ich da die Decke auseinander. Und dann fragen sich halt Leute, die jetzt nicht diese gesamte Vorgeschichte kennen, was zur Hölle macht der Typ da eigentlich? Ja? Und naja, das ist ein bisschen das Problem. Ich kann natürlich jetzt nicht in jedem Tagebuch immer bei Adam und Eva anfangen und alles von vorne erklären. Ich meine, dann kommen wir natürlich hier so gar nicht weiter. Allerdings weiß ich auch selber schon nicht mehr, wann ich mal wo, wie, was erklärt habe, ne? Jetzt kann man natürlich gucken, ob man bei jedem Arbeitsschritt vorher irgendwas kurz erklärt. Dann wird es allerdings für die Stammzuschauer ein bisschen langweiliger, weil die hören das natürlich dann schon zum x-ten Mal, was ich da jetzt so plane.
Ja, weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich das am sinnvollsten mache, ne? Dass man halt so ein bisschen die Leute abholt, die sowas dann zum ersten Mal sehen, aber eben gleichzeitig die Stammzuschauer nicht, nicht langweilt, sag ich mal. Weil ich stelle mir das immer vor wie bei einer Fernsehserie, ne? Wenn du jetzt hier bei Game of Thrones, ja, wenn da, was weiß ich, die ersten 20 Minuten nur die gesamte Geschichte erzählt wird, dann würdest du, was machst du dann? Dann überspringst du die Zeit natürlich, weil es ja arschlangweilig. Und deswegen, aber ich verstehe natürlich auch, dass das teilweise sehr für Irritationen sorgt. Gott sei Dank schreiben viele dann ja in die Kommentare ihre Fragen hinein. Und Gott sei Dank gibt es viele von euch, die dann darauf entsprechend ordentlich antworten und mal kurz erklären, was hier so abgeht. So, was macht der Mann da auf dem Bildschirm eigentlich und warum? Ja, so schnell kann es gehen. Die Decke ist weg. Die Entropie des Hauses ist mal wieder angestiegen. Und so sieht das aus. Hat ja noch ganz gut geklappt letzten Endes. Ja, interessant ist so, der Wechsel der Installationsart. Hier haben sie mit Dachlatten die Decke da drauf geschraubt. Und an der Seite, da waren die die Spanplatten einfach so auf die Deckenbalken geschraubt. Boah, why not? Ne? So, öfter mal was Neues. Was allerdings auch ziemlich cool ist, also jetzt muss ich erstmal da unten aufräumen, das ist eigentlich weniger cool, weil ja gut, ich habe natürlich im Prinzip nur Problemverlagerung betrieben. Jetzt ist der Scheiß hier oben weg, jetzt liegt der Scheiß natürlich unten. Und da liegt er jetzt schlecht, weil ich jetzt mit dem Gerüst hier gar nichts mehr machen kann. Das muss ich als erstes aufräumen, dass ich hier wieder ein bisschen Platz kriege. Und dann habe ich mich entschlossen, die alte Wand hier abzubauen. Die ist nämlich jetzt wirklich, jetzt sieht man das mal, wenn die Decke nicht mehr da ist. Die hat ja vorher auch schon so lose hier gestanden, aber jetzt sieht es halt auch lose aus. Ne? Das heißt, da werde ich gleich das Gerüst dann quer vorstellen und dann werde ich die einfach abbauen. Ne? Also das sieht für mich so aus, als könnte ich die einfach abbauen. Schön von oben, ein Stein nach dem nächsten, direkt auf die Palette und weiter geht's. Ne? Das heißt, das werde ich als erstes machen, bevor ich bei der Protonwand beigehe, beziehungsweise bevor ich mich an die Tür wage und dazu sehe, dass ich die Tür da heil ausgebaut kriege. Naja, so, ja. Naja, aber wie immer legen wir erstmal los mit Aufräumen. Ne? Naja, zumindest erstmal das Gröbste hier aufräumen. Da habe ich auch wieder nicht so, nicht so ganz zu Ende gedacht, ne? Dass ich da wieder den ganzen Scheiß genau dahin geschmissen habe, wo ich das Gerüst hinhaben müsste. Aber egal, dann nimmst man halt nochmal in der Hand und fröhlicherweise darf ich diesen ganzen Scheiß später noch einmal in die Hand nehmen, um ihn dann letzten Endes in den Anhänger zu befördern. Und dann darf ich ihn nochmal am Restehof da in der Hand nehmen, um ihn wieder aus dem Anhänger heraus zu befördern, weil ich ja leider keinen Kippanhänger besitze. Da guckt man manchmal auch mal so ein bisschen neidisch zu den Kollegen, die sowas dann haben und dann einfach vor den Haufen fahren, bupp, ausschütten und wieder wegfahren. Naja, egal, was soll's, ne? Das ist nun mal so. Aber ganz gut, so zack, hier einmal so ein bisschen diesen ganzen Holzkram weg. Dadurch, dass ich das so klein geschnitten habe, ist das ja wenigstens einigermaßen handlich. Dann einmal so ein bisschen fegen, das mache ich einfach nur aus dem praktischen Grund. Nicht, dass es ordentlicher aussieht, sondern dann kannst du das Gerüst besser bewegen. Ne? Sonst dann haken die Rollen nicht immer ständig irgendwo hinter. Und hier habe ich einen ganz kleinen Moment geschwitzt. Ja, gesehen, okay, in die Ecke, da muss ich den Schutt nämlich noch wegnehmen. Weil das Gerüst, das passt nämlich tatsächlich auf den Millimeter da, auf dieses Stück Bodenplatte. Also wirklich, ich könnte jetzt behaupten, das ist so geplant gewesen. So, und bis sich dann der Staub an der Stelle gelegt hat, können wir erstmal die Zeit nutzen für eine kleine Kaffeepause. Und an der Stelle wie immer ein dickes Dankeschön an alle da draußen, die so fleißig meine Videos schauen, kommentieren und auch mal ein Like da lassen. Ja, ihr wisst, das macht mir immer sehr viel Spaß. Ich bin immer schwer begeistert von eurem Engagement hier meine Videos anzuschauen. So, und denn frisch gestärkt kann es denn mal jetzt hier dieser kleinen, hohen, wie auch immer, Kalksandsteinwand an den Kragen gehen. Und ja, das ist durchaus eine recht interessante Bauweise hier. Also, das muss man sich mal reinziehen. Ich habe hier die Ohrenschützer aufgesetzt, weil ich eigentlich dachte, ich müsste mindestens mit der kleinen, ja, mit meiner kleinen Akkumaschine hier so ein bisschen nachhelfen. Aber dass man die Wand praktisch einfach abbauen kann. Hier Stein für Stein. Klack, klack. So, brauchst du noch ein bisschen Putz? Hier, kein Problem. Zack, ein bisschen Putz. Also da mache ich mir ja schon so ein bisschen Sorgen. Ne? Weiß ja nicht, vielleicht kennt sich einer aus, aber ich sag mal, so kann das ja eigentlich auch nicht so richtig sein. Also ich baue die hier wirklich mit den Händen. Oder ich bin mittlerweile schon die übelste Abrissmaschine geworden. Aber ich weiß nicht, so richtig Halt hat die hier nicht. Oder? Vor allen Dingen, die sind hier nicht mal eingezahnt irgendwie in die äußere. Die, also wenn ich jetzt wollte, könnte ich die einfach umschubsen. Würde ich mir jetzt zutrauen. So wie die am Wackeln ist,
wenn du es jetzt wissen willst, dann hier einmal gegen, dann fällt der ganze Klumpatsch zusammen hier. Unfassbar. Aber ich werde das trotzdem jetzt ein bisschen kontrollieren. Ich stehe ja schließlich mit dem scheiß Gerüst hier genau vor. Also werde ich ein bisschen kontrolliert noch machen. Die Dinger hier runterwerfen, bis ich beim Sturz angekommen bin. Naja, und dann kann ich immer noch einmal gegentreten, wa? Das ist echt der Hammer. Genau. Boah, die fällt hier gleich tatsächlich schon so zusammen, ey. Ja, also das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, wie sowas sein kann. Also das ist, ihr seht es ja, ich kann die hier unten jetzt zum Teil, okay, da muss man so ein ganz klein bisschen mit der Maschine nachhelfen. Aber ansonsten ist der Putz, also diese ganze Mörtel da, das ist so lose alles zusammen. Ja, ey, der Knaller. Ich weiß gar nicht, woran sowas liegen kann. Ist das schlecht verarbeitet? Ist das irgendwie falsch, irgendwas falsch angemischt oder was? Vielleicht kennt sich da ja einer ein bisschen mit aus, ne? Weil so kann das ja normalerweise auch nicht sein, dass du da die Wand einfach mal so auseinanderbaust sozusagen. Ich glaube, ich hole doch mal die große Maschine. Die ist dann noch ein bisschen zu klein. Wobei ich hier hauptsächlich das Gefühl hatte, dass die Steine, sag ich mal, so ein bisschen mehr auf Spannung sind. So nach dem Motto, die Wand, die hängt jetzt in der Mitte durch und dadurch hängen die Steine automatisch ein bisschen fester zusammen. Also jetzt nicht, dass der Mörtel die Steine besser zusammenhält, sondern dass das mehr so eine Schwerkraftgeschichte ist. Aber egal, mit der etwas größeren Maschine geht das natürlich, ja, da stellt es dann keine Fragen mehr. Da habe ich übrigens diese Woche auch der absolute Knaller, ne? Diese Bosch-Maschine, die habe ich ja bekommen, ja, für diesen Bosch Turbo-Test, also die habe ich ja von Bosch geschenkt gekriegt. Und das ist natürlich dann nur unter Voraussetzung, ist ja logisch, ne? Also du musst die dann testen und musst dann ein Video drüber machen, etc. pp. Ne? Und wenn denen das alles gefällt und du alles richtig gemacht hast und so weiter, dann erst dann darfst du die ja behalten. Ne? Und da habe ich diese Woche, habe ich da die Nachricht bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen Ihre Bosch B-Turbo-Maschine behalten, uns gefällt Ihr Video. Da habe ich dann nur gelacht. Das habe ich übrigens im Januar gemacht, Anfang Januar, irgendwie 8., 9. Januar oder so. Da habe ich die Maschine bekommen und in einem Instagram-Post vorgestellt, weil ich diese Bedingungen, die Bosch gestellt hat, die konnte ich praktisch hier in einem Video gar nicht machen, weil die verbieten dann zum Beispiel bei sowas, dass du die vergleichst. Ne? Also hätte ich jetzt mit meiner Makita oder sonst was vergleichen können, habe ich ja hier auf meinem Kanal ja auch gemacht. Aber eben nicht, um diese Maschine behalten zu dürfen. Dafür musste ich dann so ein Dings machen, so ein Instagram-Post. Aber egal, ich darf sie jetzt behalten. Bin ich aber auch sehr glücklich mit. Also ich finde echt super. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich mir dann noch einen zweiten Akku für besorge, weil das ist eben so ein bisschen das Problem mit einem Akku. Da ist sie dann noch ein bisschen zu hungrig für. Ups, ja, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man die Wand hier einfach so schnell auseinandernehmen kann. Ja, das war auf jeden Fall eine einfache Sache. Habt ihr gesehen, einfach von oben nach unten. Jetzt ist natürlich wieder ein Haufen Steine übrig geblieben, klar, aber ich sag mal, das ist eigentlich ganz okay. Der Putz geht da super von ab. Die kann ich hier zu meinen Paletten sortieren. Ich habe ja hier noch eine, da passen noch ein paar rein Kalksandsteine drauf, aber ich muss dann aber auch mal sehen, dass ich mich hier mal drum kümmere, dass ich den ganzen Kram hier mal hier rausfahre. Ne? Also jetzt langsam stüssel ich mich nicht hier immer echt mal wieder zu. Aber nichtsdestotrotz, jetzt noch die Stürze da raus und dann ist die Wand im Prinzip auch schon weg. Also das ist schon echt heftig. Ja gut, was mir jetzt ein bisschen zugute kommt, ist, dass die in keinster Weise groß irgendwo eingebunden ist, sondern die hätte man wirklich, also oben, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen konnte, wenn ich gewollt hätte, dann hätte ich da oben einmal kräftig gegengehämmert und gedrückt, dann wäre der ganze Klumpatsch hier einfach runtergefallen. Ne? Also wirklich, die hat hier so im Prinzip einfach nur frei im Raum gestanden. Das ist schon so ein bisschen übel eigentlich. Ja, jetzt baue ich dann noch die Stürze aus und dann ist auch gut. Das Interessante ist, der jetzt noch sichtbare linke Teil, ne? Das ist noch eine alte Wand. Also die ist auch, das sieht man von der anderen Seite, kann man das erkennen. Die ist auch mit roten Klinker, also Ziegeln vermauert. Und die steht da jetzt ja auch im Prinzip ohne großen Anschluss an die Decke.
Aber die steht wie eine Eins. Also da kannst du gegendrücken und sonst irgendwas. Da wackelt gar nichts. Ja? Also das ist, was ich meine. Diese ganze Kalksandstein-Gedöns, was sie sich da drumherum gemauert haben, das war irgendwie nix. Ne? Also irgendwie nett gemeint, aber nicht so richtig ausgeführt. Ne? Naja. So, jetzt haue ich ja gerade noch den Rest an der Seite weg und dann ist es für hier drinnen für heute auf jeden Fall erstmal erledigt. Ich habe jetzt auch genug Schutt wieder gemacht. Naja, Schutt nicht unbedingt. Ne? Ressourcen auf den Boden geworfen und da kann ich mich dann beim nächsten Mal drum kümmern. Jetzt geht es nämlich draußen weiter. Mein Kumpel Philipp ist nämlich wieder da gewesen mit seinem Trecker, Häcksler und seinen ganzen Gartengeräten und wir waren ja hier noch nicht so ganz fertig. Wir haben dann ja schon zwischendurch angefangen. Ihr seht ja, was da schon wieder auf dem Hof liegt. Ne? Das war nämlich noch der ganze Kram, den wir beim letzten Mal auch schon zum Teil abgeschnitten haben, aber erstmal nur an die Seite gefahren haben. Und da war der Hof zwar erstmal wieder sauber, aber das war mehr so eine trügerische Ordnung, weil, naja, der Rest war halt so in den Büsche versteckt. Ne? Aber egal, da kümmern wir uns heute drum. Muss ja schließlich auch noch einiges anderes weg hier aus der Ecke, dass wir hier dann unser finales Ziel ist ja, dass wir hier, naja, vor allen Dingen auch den ganzen grünen Schnitt da weg haben, was halt Müll ist, aber dass wir vor allen Dingen auch hier Platz kriegen, um hier später an der Giebelwand weiterarbeiten zu können. Ja. Naja, und während wir hier jetzt, ich sag mal so, jetzt hier bei dem Grünkram, da brauchen wir jetzt ja nicht so wahnsinnig viel kommentieren, da könnten wir vielleicht nochmal kurz über den Punkt sprechen, den ich letzte Woche angesprochen habe, hier von wegen der Finanzierung von dem Dachstuhl. Das ist natürlich auch so ein Thema, das liegt mir schon so ein bisschen auf dem Herzen, also jetzt in dem Sinne, ne, das ist jetzt nicht, dass ich schlaflose Nächte hätte, aber es ist halt schon echt schwierig, das so zu, ja, irgendwie dann so zu verarbeiten, ne? Aber ich hatte mir jetzt tatsächlich mal, also ich hatte da ja recht viel kommentiert auch zu, und diese ganze Idee mit dem Crowdfunding, ja, oder Crowdfunding, ja doch, Crowdfunding, ich spreche es ja immer falsch aus. Ja doch, also so langsam, ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut bei unterschiedlichen Anbietern, wie das so funktioniert und wie man das letztendlich so macht und so. So ganz abgeneigt bin ich da tatsächlich nicht mehr von. Also, dass man da könnte ich mir einfach so vorstellen, dass man da ein ziemlich geiles Projekt auch von machen könnte. Ne? Also, so ein Crowdfunding ist ja auch immer irgendwo so ein Projekt. Und da kann man, glaube ich, ziemlich coolen Kram machen. Also, jetzt so diese, das hat man ja oft auch diese Belohnungsstufen, dass man halt sagt, okay, bei der Spende bekommst du dann dies oder jenes. Ja? Und da könnte man sich natürlich einige ziemlich coole Sachen vorstellen. Ne? Dass man eben sagt, zum Beispiel, man könnte zum Beispiel mal sprechen mit Burgia, vielleicht bekomme ich ja diese Helme bedruckt, ne, mit Fachwerker, also die Arbeitshelme, die ich habe, oder auch die Mütze, die ich da jetzt habe. Also ich persönlich finde die auch ziemlich cool. Das ist ja natürlich eine Wintermütze. Ne? Das wäre jetzt zum Sommer hin dann vielleicht nicht perfekt, aber nichtsdestotrotz, ne, wenn man sowas denn nehmen würde oder auch so ein paar andere Dinge. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man dann, wenn man das Dach abgebaut hat, dann kann man ja, das sind ja auch alte Eichensparren, die könnte man ja technisch gesehen zersägen in kleine Scheiben, also Scheiben, ne, und dann auf die Scheibe mit so einem, hatte ich auch mal irgendwie so eine Kooperationsanfrage, aber da habe ich das zum ersten Mal gesehen, so eine Laser-Engraver-Maschine, also wo du dann praktisch in eine Holzoberfläche und so weiter dann etwas reinbrennen kannst, also so wie so ein Drucker praktisch, ne? Nur dass es dann halt so rein gravierst, so, ne? Finde ich auch ziemlich cool, ne? Dann nimmst du so originale Hölzer aus dem Dach, gravierst die, das sind ja schon irgendwie Unikate, ne? Das ist ja schon irgendwie cool. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man da ein paar nette, ich nenne es mal jetzt Belohnungen und so, dass ich, also ich gebe ja auch immer gerne was zurück, so ist ja nicht, ne? So, und dass man da irgendwas fertig machen kann, dass das dann schon so ist, dass es dann zwar natürlich eine Spende darstellt, aber auf der anderen Seite man auch was Einzigartiges dafür bekommt. So, das ist dann irgendwie, finde ich das ganz cool. Was nichtsdestotrotz natürlich wichtig ist, ist, dass das halt, also transparent, das lege mir natürlich genauso auf dem Herzen. Da könnte ich mir dann zum Beispiel vorstellen, dass man so vierteljährlich, dass man also genau aufschlüsselt, wo ist welches Geld reingeflossen, was hat jetzt Material X gekostet, Material Y, dass also jeder natürlich genau nachlesen kann, wo das Geld am Ende dann für verwendet wurde. Das ist ja auch, also mir wäre das vor allen Dingen wichtig, also ich habe auch schon mal hin und wieder mal sowas unterstützt und da ist immer ganz nett zu wissen, wofür das Geld eingesetzt wird, ne, so an der Stelle. Und aber das wäre jetzt ja auch kein Problem. Ne, so. Und ich glaube auch, dass man eventuell die eine oder andere Firma dazu gewinnen könnte, die dann auch Materialien vielleicht sponsert, wenn das eben so eine große Aktion ist, wenn da so viele Leute mitmachen, dann lassen sich Firmen auch schneller dazu überreden, auch ihren Teil dazu beizutragen. Ich sag mal, was weiß ich, ein Dämmstoffhersteller, der vielleicht sich für die Dachdämmung interessiert, oder vielleicht kriegt man ja einen Holzhändler, der sagt, du, ich liefere dir einen Teil günstiger oder was auch immer, dass man dann so Mitnahmeeffekte kriegt, wodurch man dann alles
Boah, dass das Ganze halt irgendwie ein Schuh wird. Ja, dann wird das ein großes Projekt, wo alle so ein bisschen dran teilhaben. Könnte ich mir also tatsächlich vorstellen. Das ist natürlich jetzt noch so ein bisschen Spinnerei. Ich muss das noch ausarbeiten. So von wegen welchen Anbieter, welche Summen, welche Pakete, welche Belohnungsstufen und so weiter und so weiter. Ne? Was kann ich da alles zu beisteuern etc. Ne? Also da, wenn ihr da irgendwelche Tipps, Hinweise habt, auch bezüglich solcher Anbieter vielleicht für sowas, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Tipps und Hinweise nehme ich immer gerne entgegen. Und vielleicht noch einen kleinen Nachtrag jetzt hier nach der Unterbrechung durch den Häcksler. Ich steuere natürlich auch was bei. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich mir hier so ein Ding da jetzt komplett sponsoren lasse und so weiter, sondern ich habe mir das auch überlegt. Ich hatte das ja letztes Mal auch schon gesagt, ich habe da noch was in der Hinterhand. Ich sag mal so, ich habe noch einen, naja, Gegenstand. Brauchen wir ja nicht so ein Riesengeheimnis von machen. Also ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen autoverrückt. Und ich habe natürlich noch ein Auto. Also das habt ihr auch noch nicht gesehen. Das habe ich hier niemals gezeigt. Und es handelt sich also nicht um meinen Manta und auch um Himmels Willen nicht um den Fiat. Ne? Also Oldtimer, die gibt man natürlich nicht wieder her. Aber ich habe noch ein anderes Auto. Das ist, ist auch ein sehr schönes Auto. Ich mag es wirklich sehr. Macht eine Menge Spaß. Ist aber auch ein bisschen wertvoller. Und da habe ich mich zu entschlossen, dass ich das auch beisteuern werde. Das heißt, den werde ich zu Geld machen und der wird dann auch hier seinen Teil zum Dachstuhl beitragen oder eben für die weitere Sanierung. Das wäre ja das Nächste, ne? Wenn Geld beim Dachstuhl übrig bleibt, dann gibt es ja schließlich danach auch noch einige Arbeitspakete, die auch noch Geld kosten. Und die Finanzierung muss natürlich auch gesichert sein. Jedenfalls könnt ihr ja gerne mal, mich würde es mal interessieren, ob einer drauf kommt. Also ihr könnt ja mal spekulieren, um was es sich da eventuell handeln könnte. Also jetzt nur so aus Spaß. Ne? Würde mich mal interessieren, ob einer drauf kommt, ob einer das richtig einschätzen kann oder wie auch immer. Ansonsten werden wir das mal in den nächsten Tagebüchern irgendwann mal auflösen, weil ist natürlich klar, wenn ich dieses Fahrzeug zu Geld mache und es dann praktisch vom Hof reitet, dann möchte ich den auf jeden Fall noch einmal hier verewigt haben in meinem Tagebuch als Erinnerung daran, weil naja, ne, ich meine, das ist jetzt kein unersetzliches Auto, also sowas wie den Manta, den darf man halt nicht weggeben, weil man auch nicht weiß, ob man so ein Fahrzeug jemals wiederkriegt, ist schwierig. Ne? Aber den Wagen, den kannst du weggeben, dann kannst du Geld für kriegen und vielleicht irgendwann in Zukunft, ja, wenn man irgendwann mal wieder Geld verdient oder so, dann kann man sich so ein Auto auch jederzeit wieder kaufen. Ja, also da hänge ich natürlich schon so ein bisschen dran, ne, wenn man ein bisschen autoverrückt ist, aber das ist jetzt nicht so, dass es jetzt nicht ersetzbar wäre. So von daher alles gut. Ne, so. So viel jedenfalls dazu. So, jetzt sind wir jedenfalls hier, jetzt gehen wir nochmal zurück hier auf unsere Arbeitspakete, wo wir schon mal dabei sind. Ihr seht, so langsam haben wir die Zellulose da verteilt. Es ist nicht mehr viel übrig von dem ganzen Grünkram. Der ganzen Bäumchen und was weiß ich, ist alles durch den Häcksler gewandert. Und letzten Endes ist es jetzt nur noch dieses kleine Häufchen da, was da übrig geblieben ist. Fand ich auch ziemlich interessant. Also Bäume, Sträucher bestehen hauptsächlich aus Luft. Habe ich da wohl mal, kann ich wohl mal feststellen. Naja, so viel dazu. Die Fläche ist jedenfalls jetzt frei. Hier sind wir fertig. Und ich würde mal sagen, das hat wunderbar geklappt. Ja Leute, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Das war jetzt für mich auch so ein bisschen selber überraschend hier. Eigentlich hatte ich gedacht, die Wand könnte ich noch ein bisschen länger stehen lassen. Also, dass sie quasi erst dann fallen muss, wenn hier der Rest der Protonschale fällt. Aber dass sie noch nicht mal ansatzweise mit der Protonschale irgendwie verzahnt ist, das hatte ich mir jetzt eigentlich auch nicht so vorgestellt. Naja, wie auch immer, jetzt ist sie weg. Ist ganz gut. Die Steine sind dabei natürlich relativ heile geblieben. Ja, so ein Fall aus 2 Meter Höhe, das halten die dann auch noch aus. Kann ich jetzt schon wieder wegsortieren auf meine Paletten. Hier muss ich nächste Woche euch mal gucken, dass ich da hier mal so ein bisschen Platz schaffe, die Paletten. Dann habe ich jetzt schon wieder, sage ich mal, schon wieder einen ganzen Anhänger an Holzmüll, den ich wegbringen kann. So ein paar Sachen lagen oben noch rum. Jetzt ist ja hier wieder was dazugekommen. Ja, da kann ich mich drum kümmern und dann geht es dabei, Protonschale vorher noch die Tür ausbauen.
Tipps sind immer willkommen. Ich werde mal schauen, da, wie ich die Türzarge loskriege, dass das möglichst heile bleibt. Das ist ja das Ziel. Und dann eben die Tür raus. Und dann kann das hier wieder richtig dabei gehen. Ich denke mal, das werde ich wohl in der nächsten Woche dann wieder hinkriegen. Naja, werden wir dann mal sehen, wie es dabei bleibt. Und an der Stelle würde ich sagen, danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hey Leute, ciao, ciao.